Hey cool, auf das Paket warte ich schon lange, danke. Ja, was da wohl drin sein mag, was? Ja, ich hoffe zumindest, dass es das ist, was ich denke und nicht etwa ein 35x8cm Strap-on-Dildo oder sowas. Das werden wir jetzt sehen. Ja, dann wollen wir mal auspacken, was? Schauen wir mal, wie das da hier verklebt ist überall. Hui! Das ist es, der 35 cm Dildo. Nein, das ist tatsächlich das, was ich mir bestellt habe. Sieht echt noch geiler aus, als ich dachte. AK-47, passend zu mir. Ich habe ja auch einige Bild- und Videobände schon zu dem Thema herausgebracht. Und für die Leute, die es immer noch nicht wissen, was es ist, es wird ausgepackt. Wow. Ja, so ein geiles Gaff hatte ich bisher auch noch nicht gehabt. Und genau das ist das Thema dieses Videos. Gaffs. Das Gaff ist ja eine ziemlich wichtige Landungshilfe, beziehungsweise oftmals die einzige Landungshilfe, die wir haben beim Spinnfischen am Meer. Weil Kescher geht oftmals nicht, weil die Brandung viel, viel zu stark ist oder die Fische auch viel, viel zu groß sind. Und da braucht man Gaff. Gaffs gibt es ja im Angelzubehör wie Sand am Meer, bloß sind die meisten Gaffhaken eben für das Bootsangeln gedacht. Und da eigentlich auch eher, dass eine zweite Person den Gaffhaken setzt und eben der Angler selbst damit nichts zu tun hat. Besonders wenn wir allein an der Küste unterwegs sind und der Fisch eben doch entsprechend groß ist oder von tief unten gehoben werden muss, wenn er eben nicht gehoben werden kann aufgrund der Gefahr des Angelbruchs, da brauchen wir eben auch einen Gaff. Die meisten Gaffhaken sind so wie dieser hier und selbst dieser ist schon modifiziert von mir. Das heißt, es war ein wesentlich größerer Haken und einem wesentlich ungünstigeren Bogen. Diesen habe ich schon zurechtgeschliffen und zurechtgebogen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, alleine diesen massiven Haken einsetzen zu können. Ja, und da man oft eben nur solche massiven Haken, wenn überhaupt, bekommt, die für den Uferspinnfischer nur dann geeignet sind, wenn es wirklich Fische über zumindest 8 Kilo sind, da habe ich mir Haken einfach selber geschweißt. Und zwar zum Beispiel hier ein Haihaken. Da habe ich den Widerhaken abgeschliffen und das Ganze auf ein 8 mm Gewinde aufgeschweißt. Beim Gewinde muss man auch aufpassen. Tatsächlich gibt es verschiedene Gewindearten. Englische Gewinde sind manchmal 7 und 9 mm und dann unter Umständen auch noch nicht mal metrische Gewinde, sondern halt die englischen Gewinde. Aber die meisten Gaffs haben tatsächlich ein 8 mm M1,5 Gewinde, also ein Standardgewinde, 8 mm. Nun hat man im Urlaub ja nicht die Möglichkeit, so eine lange Gaffstange mitzunehmen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine habe ich ja schon gezeigt in dem Video, was ich euch hier verlinke. Einfach selber bauen aus einer alten Teleskopstange. Die kann man auch entsprechend kleiner Teleskoplänge bekommen, beziehungsweise Transportlänge bekommen. Oder es gibt eben auch Gaffs sehr kurz zu kaufen. Wobei ich bei der Auswahl solcher Gaffs, die für das Uferangeln in Frage kommen können, tatsächlich bei einem Squid-Gaff gelandet bin. Das ist jetzt nicht das erste, denn die anderen beiden, die ich schon vorher hatte, die sind leider kaputt gegangen. Das eine Gaff ist bei einem 10 Kilo Bluefish gebrochen, allerdings nicht so gebrochen, dass es halt abgebrochen ist, sondern lediglich die Stange ist angebrochen und gefasert. Der Fisch konnte problemlos dann noch gelandet werden. Ja, dass dieses Gaff hier so hübsch ist, hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. Wie gesagt, diese Art hatte ich schon oft gehabt, aber noch nicht in dieser Perfektion. Dementsprechend ist der Gaffhaken wesentlich kleiner und so fein dieser Haken auch aussehen mag, damit habe ich tatsächlich schon einen 10 Kilo Bluefish gelandet. Ich glaube, da haben es zwar beide Haken gesetzt, aber das ist ein massiv harter Stahl, also der verbiegt nicht. Das ist kein Kleiderbügel oder sowas, den man gerade zur Seite biegen kann, sondern der hält wirklich. Und die Hautfasern, die Muskelfasern eines Fisches, besonders im Rückengewebe, sind derart robust, dass man da auch eben bis zu 10 Kilo Fische mit rausheben kann. Grundsätzlich würde ich natürlich aufgrund der feinen Stange und sowas nur empfehlen, für Fische bis 5, 6 Kilo. Wenn man keine andere Wahl hat, dann muss man eben auch notfalls den Bruch riskieren. Aber es ist einfach genial aufgrund der Transportlänge. Nicht nur, dass man das problemlos im Koffer schmeißen kann, sondern auch problemlos am Rucksack tragen kann über den Karabiner und eben auch problemlos über Felsen. Am Gürtel, wie so ein Jedi-Ritter praktisch seine Waffe, ist das hier meine Gaff-Waffe, mit der ich letztendlich dann auch viele dicke Fische gelandet habe. Der Griff ist aus EVA-Material, also so aus einer Art Moosgummi.
Der Haken ist ebenfalls mit EVA geschützt. Das Ganze gesichert, wenn man es am Gürtel trägt, dass es nicht gleich herausrutscht. Aufschraubbare Endkappe, damit man das Wasser wieder rauslassen kann zum Trocknen und sauber machen. Dieses kleine Gaffstängchen von gerade mal 40 cm Transportlänge hat im Endeffekt 4 Meter, also von 40 auf 400 cm. Das ist so das Optimum, würde ich sagen. Ist der Raum überhaupt 4 Meter in der Länge, sodass ich das ausfahren kann? Ja, Wahnsinn. Echt eine coole Sache. 4 Meter ist schon was, das man wirklich auch von einer Mole einsetzen kann. Diese handelsüblichen Gaffstäbe, die man sonst bekommt, 2 Meter oder manchmal auch 2,50 Meter, das ist zu wenig. Zwar kommt es einem so vor, als wenn man damit ans Wasser heranreichen könnte, doch muss man meistens eben doch eine Diagonale haken bzw. gaffen und eben nicht schräg runter. Und dann noch mit Wellenschlag und dann eben hat man sich doch ein bisschen verschätzt und dann steht man plötzlich da. Und selbst wenn 20 cm fehlen, dann sind es eben die 20 cm, die fehlen und die man den Fisch eben nicht landen kann. Und mit mindestens 3 Meter ist man schon auf der sicheren Seite. 4 Meter, absolut. Ende Juni 23, also dieses Jahr, fliege ich nach Gran Canaria und besuche meine Ex-Heimat oder meine Ex-Wahlheimat. Und da kommt dieses Gaff natürlich wie gerufen mit dabei. Wenn ihr euch das auch bestellen wollt, ich habe den Link zu diesem Gaff in die Beschreibung unter dem Video gepackt. Da könnt ihr euch das anschauen und es gibt es, glaube ich, in 3 Meter und in 4 Meter zu kaufen. Möge die Macht mit euch sein.